Willkommen zurück bei mir auf dem Kanal. Schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt und wir fangen heute auch gleich an. Und zwar werden wir uns als allererstes alle Ohrs suchen. Damit fangen wir an und zwar machen wir als allererstes den Ohrprospektor. Den habe ich schon, habe mir schon die Teile hier vorbereitet. Und wir legen auch gleich los, weil ich habe gesehen, unserem schönen neuen Haus. Tada, haben wir unser Dingsbums gleich hier. Galana. Und das müsste, wenn man hier alles täuscht, Aluminium sein. Frage ist halt nur, ob wir was bei uns so unten drunter finden. Sieht nicht danach aus. Ich muss doch mal das kleine Büchlein noch mal rausholen. Feed Manual, genau. Galana. Da ziemlich was ganz hinten. Galana, da war's. Ach, Silber und Lead war das, genau. Zwischen 16 und 50. Also rein theoretisch müssten wir es finden bei uns. So, mal gucken, ob jemand schlafen geht, weil ich will jetzt nicht unbedingt nachts hier rumlaufen. Okay. Haben wir geschlafen. So. So. Ich würde sagen, wir gucken mal hier unten in der Höhle. Vielleicht finden wir ja hier was. Hier müssen wir eigentlich genau über unserem Haus sein. Oh, wir sind sogar schon zu weit. Müssen wir ein Stückchen zurück. Gott, war hier. Also, ab in die Richtung hier. Müssen wir unbedingt wieder Fackeln bauen. Ich habe keine Fackel mehr. Marmor ist auch gut. Marmor brauche ich. Da haben wir's. Dann bauen wir uns gleich mal was ab. Ja, ich habe den Fortschritt habe ich schon gekriegt, weil ich eben oben schon so einen Sembel rausgeholt hatte. Aus Versehen. Aber okay, dann bauen wir uns gleich noch was ab. Nehmen wir mal so 30, 40 mit oder so. Wir jetzt? Achso. Aha, okay. Habe ich verstanden. Ah, wir kriegen ja von beiden was. Also von denen ein bisschen, von denen ein bisschen. Na gut. Das Marmor hier hole ich mir später. Ah, 1 zu 2 in etwa.
Euro in etwa. Aber das ist schon mal schön, dass wir es direkt bei uns haben. Das ist einfach nur, ja, absolut genial. So, nehmen wir mehr mit. Na ja, komm, ja, ein bisschen was nehmen wir noch mit. Aber das wird uns erstmal reichen. So, dann gehen wir gleich weiter auf die Suche nach den anderen. Nach den anderen Krimskram. Wir brauchen Limit. 16,32. Oh, auch wieder. Platinum 25, okay. Und Bauoxid. Limonite. Okay. Okay. Ich suche mal und schalte euch wieder dazu, wenn ich was gefunden habe. Gut. Das hat natürlich nicht lange gedauert, ne? Direkt bei uns haben wir was. Limonite. Limonite war auf einer Höhe von 6 bis 32. Okay, das kann natürlich sein, dass wir das jetzt nicht finden, weil wir sind hier auf einer Höhe von 73. Deswegen würde ich sagen, wir buddeln uns einfach mal hier runter. Ja, das machen wir auch. Buddeln uns einfach mal runter. So, das nehmen wir in die andere Hand. Dann machen wir das so. Was haben wir jetzt? 60? Gehen wir noch ein Stückchen runter. Wir können sogar direkt runtergehen. Wir haben hier direkt unter uns was. Das ist natürlich sehr schön. Jungs, das war eng. Das war richtig eng. Aber wir gehen einfach mal weiter runter. War das auch hier? Ja. Das war hier. Mein Spitzhacke ist natürlich fast kaputt. Da habe ich natürlich nicht drauf geachtet, wo ich losgegangen bin. Hoffentlich reicht das. Hier haben wir schon was. Das ist schon mal schön. Wir nehmen einfach ein bisschen was mit. Und dann machen wir uns gleich weiter auf die Suche zu den nächsten. So, was haben wir hier? Nickel und Iron kriegen wir. Okay. Na gut, wir kriegen natürlich mehr Iron raus, aber das ist auch nicht so schlimm. Mein Nickel brauchen wir jetzt nicht, glaube ich, nicht ganz so viel erstmal. Was wir eigentlich viel mehr brauchen, um jetzt voranzukommen in den H3, ist Aluminium. Das ist, glaube ich, somit das Schlimmste, was wir brauchen momentan. Gut, wir bauen das hier noch ab. Hier noch und an neue Sachen bauen wir uns wieder nach oben. Einfach nur ein paar Rohstoffe und dann ist gut. So. Das sieht direkt hoch. So, brauchen wir Stein. Gut, ich suche weiter. Wir brauchen ja jetzt noch
Ja, Redstone brauchen wir auch. Wir haben zwar Redstone schon freigeschaltet, aber wir brauchen es. Cinnabar, das habe ich da eben auch hier gesehen. Das haben wir auch direkt bei uns. Okay, also wir brauchen definitiv Platinum noch. Platinum und Bauxit, genau. Bauxit ist, glaube ich, sogar das Aluminium dann. Ja, genau, das ist das Aluminium. Das brauchen wir ganz dringend. Und Cinnabar habe ich eben gesehen gehabt. Direkt bei uns an der Base auch. Das ist natürlich echt super. Was ausstehen. Und zwar habe ich das hier eben gesehen. Cinnabar. Wo war das? Hier. Wir haben das Cinnabar. Und ich würde sagen, wir buddeln uns da nicht runter. Wir machen also schon das Spitzhacke und dann buddel ich da gleich mal runter. Vielleicht haben wir da direkt Redstone. Gut, bis gleich. So, Bauxit gefunden. 1, 2, 3. 3 Felder tief. Absolut, take it easy. Also, aber ich glaube, hier ist dann auch nicht viel. Gut, das wird wohl mehr ein Tagbau. Aber okay, gut, Aluminium, wir brauchen ein bisschen mehr Aluminium. Es ist halt echt nicht viel hier. Das wird aber, glaube ich, ein Riesenloch werden. Ja, ansonsten, Redstone habe ich eben nochmal gefunden bei uns. Ist ein bisschen bescheiden, weil wir haben da genau einen Lavasee. Also da ist nicht viel Redstone, aber das, was ich rauskriege, werde ich herausholen. Ich lasse die Decke jetzt erstmal drin. Und nehme mal ein bisschen Aluminium mit. Aber Aluminium, ne? Ja, genau, Aluminium, das zeige ich doch. Wir nehmen das einfach mal mit, was wir jetzt hier bekommen. Wie gesagt, die Decke lassen wir erstmal drin. Scheint doch größer zu sein, das hätte ich nicht gedacht. Das sah mir ein bisschen klein aus, alles. Dann brauchen wir jetzt nur noch Platinium. Und dann haben wir alle Ohrsorten schon gefunden. Und können auch gnadenlos loslegen. Also, ich will jetzt allererstes den Excavator bauen. Damit wir hier nicht auf jeden Block Einzel mehr rumhauen, sondern gleich mehrere machen können. Aber dazu brauche ich halt noch ein paar Sachen vorneweg, wie zum Beispiel den Coke-Ofen. Den brauche ich, um die Ingenieursbank zu bauen. Habe ich mir das eigentlich jetzt hier eigentlich schon? Ja, habe ich mir. Ja, habe ich mir markiert. Und zwar für brauchen wir das alles für die Stahlplatte dann. Aber wir brauchen noch Platinium. Platinium müssen wir jetzt noch finden. Wie gesagt, ich bin drüben auf unserer Insel schon alles abgelaufen. Jetzt bin ich halt hier auf, da vorne ist das Villager-Dorf. Ich würde sagen, auf der anderen Seite jetzt und suche hier halt ein bisschen. Vielleicht finde ich ja was. Oder Kasserit. Ja gut, ich gucke mal ein bisschen rum. Ich hoffe, ich finde was und wenn nicht, ja, dann heißt es noch weiter so. Alles klar. So, da habe ich Platinium gefunden. Hat ein bisschen länger gedauert, als wie ich gedacht habe. Aber wir werden uns jetzt hier auch wieder was mitnehmen. Ich habe auch echt lange gesucht, also bin über eine Stunde rumgelaufen, ehe ich überhaupt so einen Sembel gefunden habe. Hat auch Ich bin auch im Kreis gelaufen, also um unsere, ja, um unsere Stadt drumherum. Deswegen hat das lange gedauert. Der Kreis hat immer wieder weiter vergrößert.
Ja. Irgendwo ist ja noch Wasser. Keine Ahnung wo. Gut, wir nehmen jetzt ein bisschen Platinum mit. Ne, Platinium, so rum. Das ist Platinium, ja, reicht noch. Nehmen wir uns so ein bisschen was mit. Da ist unsere Spitzhacke kaputt. Ich habe eben noch zum Glück ein paar Sticks gehabt und konnte mir noch eine Spitzhacke bauen. So, dann nehmen wir das bisschen noch mit. Muss mir echt mal angewöhnen, um ein bisschen Ersatzwerkzeug einzustecken. Weil das kann doch mal ganz schnell ins Auge gehen, dass wir dann wohl einmal nichts mehr haben. Wie es mir ja hier fast passiert ist. So, aber ich würde sagen, wir bauen uns jetzt hier wieder hoch. Wir gehen auf den hier. Ja, auf den gehen wir. So, Stein haben wir ja mehr als genug. Gut. Wir sehen uns, wenn ich wieder daheim bin. Verkehrt. Ach nein, na gut. Ich doch immer gefallen und doch so hoch wollen. Muss ich eh leider mitbringen, weil irgendwie funktioniert das mit den Dings nicht mehr. Keine Ahnung warum. Gucken, ob ich überhaupt rausfinde. Weil ich habe zwischendurch noch Corallium gefunden. Deswegen habe ich so komische Wege hier gemacht. Und dunkel ist es. Ja. Wie ihr seht, wo sind wir? Hier sind wir irgendwo. Da sind wir. Und da ist unsere Base. Ja. Dann gehe ich zurück. Wir sehen uns gleich in der Base wieder. So, daheim wieder angekommen. Machen wir uns gleich mal ein bisschen Clay rein. Das zeige ich gleich, was wir brauchen. Aber als allererstes müssen wir uns. Was? Das geht nicht. Nein. Immer wo ist das Buch? Wo ist das Buch? Akana-Scroll? Nein, das will ich nicht. Wo ist denn dieses komische Buch jetzt hin? Da ist die Werkbank, die brauchen wir dann. Jetzt finde ich dieses Buch nicht. Ich sehe den Baum. Ah, das ist doch. Ich sehe den Wald vor lauter Bäumen nicht. Lieber. Ah, mit Cobblestone. Nicht mit normalen. Ah, habe ich das verkehrt genommen. Cobblestone haben wir nicht hier, den hole ich mir mal schnell. Mann, 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 Mann. Einfachste Rezepte kann ich nicht mehr. Ein Cobblestone. Also, Cobblestone, ein Stick. Und dann haben wir den Lever. Und mit dem Lever und einem Buch bauen wir das Engineering manuell. So, sehr schön. Damit haben wir das auch. Die restlichen Bücher. Das können wir auch wieder hier rein tun. Die tun wir auch mal hier mit rein. So, ich mache das Buch jetzt mal noch nicht auf, weil es ist manchmal ein bisschen buggy. Das teste ich dann mal offscreen, ob es überhaupt funktioniert. Weil es kann nämlich sein, dass mein Spiel jetzt sonst abstürzt. Und das wäre jetzt mitten in der Aufnahme ein bisschen bescheiden. So, 8 Blöcke. Und ein Ingot. Wir brauchen 9 Blöcke. Das stimmt jetzt irgendwas nicht. Na gut, wir lassen es mal raus. Weil wir machen nämlich Bricks. Und Bricks machen wir, indem wir jetzt den Clay in Blöcke gießen. Ach, ich schmeiß alles einfach rein. Und machen uns daraus dann mit dem Hammer hier kaputt. Und da haben wir neben den Quellen raus, glaube ich. Das kann man erstmal wegmachen. Ein Quellen, weil wir brauchen ganz dringend den Kochofen.
Quicks, Maestro, ah, mit Maestro machen wir das, genau. Nur 4 €, ja, genau. So. Diesmal nochmal auf einmal. Ich hoffe, das geht jetzt ein bisschen zügiger hier. Ansonsten habe ich eigentlich noch vor. Oh, hier ist einiges, ja, genau. Genau, wir brauchen nämlich den Kochofen, den wollen wir jetzt als allererstes machen. Dann bauen wir uns, wenn wir den Kochofen haben, bauen wir uns dann die Bank und dann geht es weiter zu Stiel, weil Stiel brauchen wir für den Excavator. Weil hier brauchen wir 2 Stahlplatten. Platinum, gut, das ist ja alles nicht so schlimm. Das Modularium ist auch nicht das Problem. Da brauchen wir Redstone, Iron und Aluminium. Also setzt ja auch alles noch in Grenzen. Ich würde sagen, ich mache das mal hier schnell durch und dann sehen wir uns gleich wieder, wenn wir den Kochofen bauen. So, ich habe die Terrakotta in den Milestone klein gemacht. Wir brauchen genau 27 Coldback. Die müssen wir jetzt aufbauen zu einem Multikonstrukt 3x3 und auch 3 hoch. Das machen wir eben mal schnell. So, dann brauchen wir unseren Engineer's Hammer noch. Den Hammer, Stone Mallet, Engineer's Hammer. Da waren. Und damit machen wir jetzt einfach einen Ring. Rechtsklick, genau, wie immer. So, in diesen brauchen wir eigentlich nur Holzkohle reintun. Er verarbeitet das jetzt von ganz, 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 ganz alleine. Dann kriegen wir daraus Coal Coke und wir kriegen noch eine Flüssigkeit raus. Die brauchen wir, um unser Holz zu bearbeiten. Brauche ich mir noch eine Werkbank hier davor? Ich müsste mir eigentlich wie eine kleine Industrieanlage hier bauen. Mal gucken, wie ich das mache. Also, ich habe ja sowieso noch einiges im Plan. Wie den Astral Surgery, da will ich wieder eine Art Tempel hinbauen. Das, die Schmiede komplett würde ich ganz gerne in eine Art Industrieanlage umwandeln. Ja, da lassen wir uns einfallen. Gut, aber wie gesagt, wir haben ja erstmal jetzt das. Das läuft jetzt erstmal. Wir kommen eh nicht dazu, den Excavator heute zu bauen, weil uns ja wie gesagt die Stahl noch fehlt. Achso, das kriegen wir, den kriegen wir erst mit einmal. Ah, okay, gut. Den können wir erst hier bauen. Den Blast. Können wir mal gucken. Blast. Blastfirmes. Blastfirmes. Sind jetzt verkehrt. Blast. Coal Coke. Oh, ja, Coal Coke. Stil in Blast. Ich bin da auch blöd. Ich brauchte hier nur Stil eingeben. Stil. Stil-Ingot, ne, den wollen wir nicht. Stahl-Helmet. Brauchen wir den Ingot. Ja, das mache ich jetzt noch komplizierter, wie es alles so ist. Wie immer, ne? Nee. Da haben wir den Ingot. Genau, Blast Furnace. Blast Furnace. Blast. Da haben wir sie doch. Blast Brick. Blast. Oh, da muss ich nochmal gucken, genau wie das Ding aufgebaut wird.
Auf alle Fälle brauchen wir hierfür ein Netherbrick. Oh, okay, also hierfür müssten wir definitiv. Jetzt haben wir das Potash, okay. Gut, das kriegen wir da drüber. Oder wir müssen echt erst noch in Nether. Nein, nicht Netherbrick. Ist das Hellfire Dust? Soll Sand. Achso, haha. Gut, also wir müssen definitiv vorher Nerven, aber das ist ja auch nicht das Problem, glaube ich. Weil wir haben ja diverse Netherportale hier stehen, also die Rahmen, die habe ich vorhin schon gesehen. Wir brauchen dann halt nur ein Feuerzeug mitnehmen und brauchen das Ganze anzünden. Und somit kommen wir dann in Nether. Und hier haben wir unseren ersten Krug. Und da haben wir nämlich auch den Advancement. Genau. Den wollten wir doch haben. So, hiermit können wir uns dann jetzt unsere Workbench bauen. Sofern wir genug hiervon dann haben, haben wir leider noch nicht. Wie gesagt, der läuft jetzt von ganz alleine. Können wir überlegen, wir haben ja den Chunkloader, ob wir den hier mit hinstellen. Ich weiß noch nicht, ob wir den hier mit hinstellen. Ich weiß nicht, wie viel Öl wir insgesamt brauchen. Das schauen wir dann mal. Ich würde sagen, das war es jetzt erstmal für die Folge. Wir sind ja doch weit gekommen. Wir haben alle Ores gefunden, die wir neu haben. Wir haben das Buch gebaut, wir haben den Coke-Ofen uns gebaut. Ja, ich denke mal doch, das ist doch schon eine Menge, die wir gleich gemacht haben in Age 3. Und ich würde sagen, ich danke fürs Zuschauen. Wenn es euch gefallen hat, ne, lasst einen Daumen nach oben da, lasst einen Kommentar da, was euch gefallen hat, vielleicht sogar, was euch nicht gefallen hat, was ich verbessern kann und so weiter und so fort. In diesem Sinne, habt einen schönen Tag und wir sehen uns morgen. Ciao!